Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu World of Warcraft und wir geben hier gerade Draenors geheime Macht ab. Das ist eine Quest für die legendäre Questreihe bei Erzmagier Khadgar und die Quest, die jetzt noch offen ist, ist, dass wir nach Auchindun gehen müssten, in die heroische Instanz. Er hat da noch Kampf mit Terongor offen. Und Kampf mit Terongor ist in Auchindun. Auchindun ist also ein ziemlich heftiges Dungeon, ist aber eine ganz normale HC-Instanz, aber da sind auch ein paar interessante Gegner drin. Und dort gehen wir jetzt auch hin. Hier, den haben wir gerade eben als Gefährten für die Garnison bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, mache ich ein Video für. Okay, Auchindun. Und da sind wir, Warlords of Draenor, das neueste Add-on, Level 100. Und unsere Gruppe ist da. Ja, ihr seht's, vier Bosse. Terongor, das ist die Quest, warum wir hier rein müssen, für das verderbte Blut von Terongor. Und hier diese Tulani, Seelenbinderin, die redet die ganze Zeit zwischendurch, könnt ihr ja mitlesen. Die führt uns so ein bisschen durch diese Instanz durch, wo müssen wir hin, was sollen wir machen und so weiter. Bin eben gestorben vor 12 Minuten, bin aber trotzdem voll kampffähig. Nein, natürlich nicht, aber damit muss die Gruppe jetzt leben, wenn gerade die Quest angeht, wenn ich gestorben bin. Die Instanz angeht, wenn ich gestorben bin, kann ich auch nichts dafür. Dann mache ich erstmal keinen großen Damage, aber ist nicht so schlimm, wir schaffen es trotzdem. Okay, was müssen wir machen? Dafür kriegen die jetzt aber ein schickes Bankett hier hingestellt, so bitteschön, ein Topfbankett. Naja, ist glaube ich nicht das Richtige, aber gut. Jetzt kommen wir schon mal weiter. Tulani hat uns hier den Weg aufgemacht. Wir können jetzt also sofort mal zum ersten Boss laufen. Noch haben die hier alles unter Kontrolle, die ganzen Wächter von Auchonai. So stand es da gerade. Genau, wir müssen jetzt Khadgar, den wachsamen Seelenbinderin Nyami, Azakel und Terongor besiegen. Mal schauen, wie schnell das geht. Ihr seht, man hat viel zu laufen. Im Moment ist alles noch ziemlich ruhig, weil sie alles unter Kontrolle haben. Aber jetzt geht's rund. Was ist das? Oh nein, nein! Ja, Tulani, jetzt versteht ihr. Eure Bemühungen waren tapfer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Anachoreten die Verteidigung mit nur einem Kristall aufrechterhalten können. Aber nichts wird meinen Plan stoppen. Oder den meiner Meister. Alles, was uns im Weg steht. Ihr müsst sie aufhalten. Seid ihr, Tulani, und eure lästigen Lakaien. Oh! Und so beginnt es dann auch. Ich stelle noch gerade ein Tischlein hin. Die Gruppe wollte eins. Das ist ja schon mal doch ganz nett. Und jetzt räumen wir hier mal weg. Und das räumt sich fast. Okay, jetzt muss man hier erstmal die Plattform leer räumen. Ist ja immer so normal, ne? Bis dann der Boss kommt. Das spule ich jetzt mal vor, weil das ist langweilig. Und dann sehen wir sofort den Bosskampf. So, es ist kurz davor anzufangen. Der letzte Mob fällt jetzt hier gleich. Geisterhüter, genau, der ist jetzt auch gleich dran. Komm, Bärchen, gib's ihm, der Druide. Okay, und da geht's los. Nyami, haut ab. Aber lässt uns jemanden hier. Aber was ist es? Man sieht jetzt erstmal nichts. Ah, da kommt er. Katal, den Wachsamen. Ein Wächter. Hat auch zwei schicke Schildhände. Ist ja auch mal was anderes, sonst heißt es Schwerthände, aber das scheinen wohl Schildarme zu sein. Okay, was macht er? Er macht so einen Riss im Boden. Da sollte man natürlich immer rausgehen. Das ist nicht so sinnvoll, da drin zu stehen. Das macht er auch in manche Richtungen. Auch mehrere auf einmal. Und die machen natürlich ein wenig Damage. Ansonsten macht er dann noch diese Explosionen, die habt ihr gerade auch gesehen, das sind so leuchtende Teile, und dann schleudert er noch seinen heiligen Schild. Wenn er diesen Schild schleudert, dann muss man hinter dieses Schild laufen, dort aufpassen, und dann macht er so ein geheiligtes Licht, und wenn man da nicht hinter dem Schild steht, kriegt man ganz schön viel Damage. Deshalb ist es wichtig,
hinter das Schild zu laufen, sobald er das wirft. Wir haben ihn schon 50% down, ist also nicht mehr so schwer. Und das ist eigentlich das, auf was ihr achten müsst, ja? Aus diesen kleinen Explosionen rausgehen, da castet er sie gerade wieder links, diesen kleinen Funkenregen, bumm, explodiert. Und aus diesen komischen Wegen auf dem Boden. Ja, ansonsten wirft er nochmal das Schild, also zweimal wird er wohl im Kampf das Schild mindestens werfen. So, da wirft das wieder. Achtung, schleudert. Da ist sofort zu uns, das ist doch schon mal angenehm. Und jetzt gleich macht er sein heiliges Licht, da ist es, geheiligtes Licht, geht in Deckung und wir stehen wunderbar in Deckung hier. Also, das war es auch schon alles zu ihm. Mehr kann man gar nicht mehr dazu erzählen, weil der segnet jetzt auch das Zeitliche. Es war einmal Katar der Wachsame. Ausgeixt. Weg ist er. Und damit haben wir schon 25% des Dungeons geschafft. Wow. Wir gehen weiter. Ja. Jetzt wird wieder ein bisschen was erzählt. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass uns zwischendurch mal einer was hier vom Pferd erzählt. Nicht vom Pferd. Nee, von was erzählt er? Von irgendwas. Von Versammlungen und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Map kaputt. Kommt auch mal vor. Jetzt seht ihr, was passiert ist. In der Zeit, wo wir gekämpft haben, ist hier die Hölle losgebrochen und ganz viele Mobs stehen jetzt im Weg. Jetzt wisst ihr auch, warum wir eben so viel gehen konnten, ohne dass was passiert. Den ganzen Weg bis zum nächsten Mob erspare ich euch. Man muss wieder viel Trash wegräumen und dann gehen wir zum nächsten Boss. Und da steht sie dann auch, Seelenbinderin Niami. Und die wartet jetzt nur darauf zu sterben. Macht noch ein bisschen Feuerwerk, freut sich darauf. Hat er gerade gesehen, ne? Sieht schön aus. Und wir werden sie jetzt mal angreifen. Ich werde eure Seele zu Dunkelheit spinnen. Genau. Und das wird sie nämlich nicht. Ihr seht erstmal ganz normal angreifen, bisschen Damage drauf. Dann kommt so ein Feuerball und so weiter. Das war, glaube ich, ich. Ja, und passiert nicht viel, ja. Aber dann kommt das Seelengefäß. Die Seelengefäß ist bei ihr in der Nähe. Ihr seht's, da ist so ein kleiner Schwall. Und dann kommt dieser Wind. Und was das Seelengefäß macht, ja, im Zweifelsfall Damage. Also das ist aber auch schon alles. Also, ne, der Kampf, ihr seht, ist jetzt nicht so wild. Bis zu 50%. Nichts Besonderes. Sie titscht ein bisschen rum. Dann holt sie Ads. Die machen natürlich mit. Die helfen natürlich ihr ganz gut. Da muss man dann halt gucken, dass man ein bisschen Area benutzt, damit auch die Ads was drauf kriegen. Ich habe hier einfach mal meine Flammskill gehabt. Und übrigens bin ich auch nicht mehr Sick Wreck. Sick, so heißt es, genau. Und jetzt kommt wieder das Seelengefäß. Ihr seht auch, wo das ist, ja? Das ist also so eine kleine Schutzhülle, in der ihr reinlaufen solltet. Eben konnte man die nicht so gut sehen, weil sie genau auf ihr war. Deshalb habe ich da jetzt nichts näher zu erläutert. Aber jetzt wisst ihr, was es ist. So, und ansonsten war es das schon. Der Boss ist damit wieder erledigt. Seelengefäß, ausgeixt, Seelenbinderin Miami, unsere Leute kommen wieder hinterher, ja, können wieder doch ein bisschen von der Gegend hier sichern. Sichert diese Kammer. Genau. Und ihr seht, es geht rechts schon wieder weiter, da bricht dann auch alles zusammen, Effekte ohne Ende. Und damit geht es jetzt nach Azakel. Und da kommen die dicken Abyssal, ja, die sind ganz schön heftig. Aber alles tötbar, machbar. Ja, aber Terongor ist wohl so ein Geisterbeschwörer oder irgendwie sowas und von dem sind die wohl, soweit ich das verstanden habe. Und dann sind wir auch schon in Azakels Raum. Hier stehen wieder einige Mobs, einige Teufelswachen, die sind natürlich immer da und dann noch so kichernde Feuertypen. Die sollte man dann auch erledigen, die Wichtel, so heißen sie nicht, Typen, und die zuerst, damit die nicht stören und schießen, weil der eine, der tankt ja nur, der Dicke, der ist ja nur ein Tank, von daher ist er nicht so schwer und so geht ihr dann alle rum und tötet alle drei erstmal weg. So, und dann kommt der Boss.
Nee, da ist jetzt der letzte, also die letzte Teufelswache. Und dann BÄM! Großer Effekt. Coole Aktion. Dicker, fetter Azrael. Alles passiert auf einmal. Also hier auch Zombies aus dem Boden. Ja, die kämpfen einfach mal mit. Und wir gehen jetzt mal den Azrael töten. So, der hat verliert auch relativ zügig Leben. Ist also nicht so das Problem, dass er Leben verliert. Das ist also echt schön. Man kann den runterhauen. Wenn es nicht so wäre, dass jetzt natürlich gleich Ads kommen. Davon kommen nicht ungefähr, davon kommen einige. Ja, dann fliegt er in die Luft. Da ist er immun. Ihr könnt es ja lesen, wenn er drauf schießt. Und dann kommen Teufelswachen. Die Teufelswachen müssen natürlich weg. Ja, und wieder Wichtel. Und dann macht ihr es so wie vorher. Zuerst die Wichtel, dann die Teufelswachen und dann wieder Azrael. Und das ist das, da muss man sich ein bisschen bewegen, weil die Wichtel sind hier überall verteilt, ja. Daneben kommen dann noch so grüne Feuer, da solltet ihr natürlich auch raus. Und die kleinen laufenden Wichtel, also große Wichtel, kleine Wichtel, Teufelswachen, Ads ohne Ende und ihn selber. So, und das passiert während des Kampfs 3-4 Mal, deshalb müsst ihr auch ein bisschen was wegräumen. Ist also nicht so, dass ihr euch da entspannen könnt. Ihr müsst also nicht nur auf ihn, sondern viele, viele Ads in der Gegend rum wegräumen. So, darum sollte auch der hier jetzt mal langsam weg. Irgendwie scheine ich gerade sehr unkoordiniert in der Gegend rumzulaufen, aber ich kümmere mich jetzt mal drum. Ich mache das schon, Leute. Kein Thema. So, und jetzt ist er auch weg. Und jetzt können wir wieder ein bisschen was auf Azrael. Jetzt hat er mittlerweile nur noch 50%. Ja, die anderen haben sich schon in der Zeit um ihn gekümmert, wo wir die Ads unterwegs weggeräumt haben. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und kriegen wir ihn noch, ohne dass eine zweite Welle kommt? Nein, er geht wieder in die Luft. Seine Diener kommen wieder. Und wo sind sie? Da hinten. Da ist eine Teufelswache. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, wo die kommen. Da ist so ein Wichtel. Macht erst die Wichtel, die sind am einfachsten wegzumachen und machen trotzdem Damage. Ne, darum. Und dann haben wir da noch einen Wichtel. Die Teufelswache ist wie eben auch einfach ein Tank. Deshalb stört der nicht so ganz so extrem. Da hinten stehen noch viel mehr Wichtel. Ja, da caste ich mal hier einfach durch die Flamme durch und an den Säulen vorbei. Hauptsache ich kann stehen bleiben und alles genießen hier beim Zuschauen. Ich weiß, man sollte natürlich viel mehr engagiert sein bei sowas. Aber ich hasse Ads und Trash-Mobs und ich will einfach immer nur Bosse, die irgendwas Cooles machen oder so. Aber man kann ja nicht alles haben. Also, nächster Trash ist weg. Und dann haben wir da noch lebender Schwind. Was weiß ich, was das? Lodender Schwind. Ja. Also die Mobs werden auch nicht gerade ausgeschrieben im deutschen Client, habe ich das Gefühl. Man konnte nicht komplett lesen, was sie sind. Auf jeden Fall, jetzt ist Azrael tot. Hup, bam. So, das war's auch schon. Alles stürzt zusammen. Alle sind deprimiert. Und es kommt eine kleine Zwischensequenz. Nämlich Terongor erscheint. Ich hätte gedacht, dass die Drenai solch köstliche Schätze in ihrem Tempel hüten. Ihr wagt es, mich herauszufordern, Verteidiger von Auchindon. Solche Dekadenz. Es wird alles treiben. Gul'dan, ihr Narr. Diese Gabe. Viel mehr, als ihr je ahnen konntet. Lang habe ich gewartet, danach gelenkt, mehr zu sein. Und jetzt werden sich alle vor mir verneigen. So, wie ihr gesehen habt, jetzt sind auf den ganzen Plattformen, die um den drum sind, um diesen Terongor in der Mitte, Gegner erschienen. Auch relativ starke Gegner. Also kleine named.
Und dort muss man hinporten. Man kann da nicht hingehen. Deshalb ist das auch hier der einzige Weg, den wir jetzt machen können. Wir müssen dort an diese Leuchtplattform, an diesen Brunnen, an diesen Porter, an diesen Warper, wie ihr noch nennen möchtet. Und dann fliegt man durch die Kongregation der Seelen und kommt dann bei seiner Gruppe aus. Nämlich man fliegt einmal und kommt zum ersten Podest. So, die sind auch schon hier heftig dran. Ich bin ja am Filmen. Und da ist dann Drag, die was auch immer. Unter, keine Ahnung, Unterwe. So, und wenn die dann tot ist, die tragt die Unterwe, dann, nein, man kann natürlich auch auf den Mob gucken und gucken, wie der heißt, hat dann noch ein Ad dazu, die muss man dann einfach alle weghauen, ja, das ist jetzt nicht so interessant, das sind halt vier Gegenden, viermal beamen, viermal töten und dann beamt man auch auf die Mitte und darum kürze ich das jetzt auch ab. Die haben zwar alle Namen, aber so schwer sind die auch nicht. Wenn das nicht schafft, ja, dann müsst ihr das Dungeon resetten. Ne? Und dann schwebt er zum nächsten und das dauert jetzt. Aber wir gehen zum Terungor sofort. Habt ihr gesehen? Da war der nächste Name. Wow, Shadoom, Baboom und zu Terungor geht's. Okay, letzte Schwebeaktion. Alle Plattformen sind leer und da steht er. Jeder von der Gruppe hat fast die Quest noch. Und jetzt diese Macht. Ihr werdet zuerst in den Genuss kommen. Jetzt kämpft er. Bis jetzt noch relativ einfach. Also im Tankmodus. Dann hat er auf einmal, und der kommt relativ zügig, von oben ein bisschen Meteor. Und in dem Meteor ist ein Gehilfe von ihm. Ja, ein Ed. Ein Teufelsgeborener, den könnte man natürlich jetzt auch angreifen. Also man hat zwei, die man jetzt angreifen könnte. Jetzt ist halt die Frage, den Teufelsgeborenen oder Terungor. Terungor wird auch noch größer und stärker auf einmal, also wenn man ihn ein bisschen bekämpft hat. Und das bedeutet, geht erstmal auf Terungor. Ja, das ist also das Sinnvollere. Diesen großen, den kann jemand durch den Raum ziehen. Das nennt sich dann auch, genau, das, was ihr unten lest, Jägerlauf. Laufhaus Lauf. Wie heißt es nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe gerade einen Blackout. Durch den Raum ziehen. Dafür gibt es auch so einen englischen Begriff. Wer ihn weiß und in die Kommentare schreibt, hat einen Gummipunkt gewonnen. Okay. Und solange dann einer den wegzieht, ist alles gar kein Problem, weil die Leute sollten sich alle auf Terungor, ja. Also, der ist einfacher als die ganzen anderen Mobs, ja. Einfach den Ed nicht angreifen, sondern ihn. So, und wenn er dann sich den nächsten nimmt, wie jetzt mich, ne, haha, jetzt ziehe ich ihn durch den Raum. Und ich komme echt nicht mehr auf den Begriff, wie das heißt. Strifen? Striken? Nee. Das hat auf jeden Fall ein Spielerfachbegriff. Taunten? Nein. Ein Mob durch den Raum zu ziehen. Leroy? Nee, auch nicht. Ich weiß nicht mehr. Und wir haben es geschafft. Der Rest hat sich um den Terungor gekümmert. Heroisch auch Hidon. Ich habe mich über den Begriff die ganze Zeit gekümmert und die anderen um den Mob. So, und jetzt kriegen wir das verderbte Blut und können das abgeben bei Erzmagier Khadga. Und dann geht's richtig rund. Hier liegt das Blut. Nehmen wir es mal. Dann geht nämlich die legendäre Quest weiter und man bekommt einen neuen schicken Ring. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und lasst mir ein Like da und ein Abo. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. 630er Deutsch im Blau gab's am Ende. Bis demnächst. Bye bye, die legendäre Quest. Kommt bald.